Koordinationsübungen können euch nicht nur schneller machen, sondern reduzieren auch das Risiko für Verletzungen. Ich zeige euch heute 6 Übungen dafür. Du kannst die Übung in dein Aufwärmprogramm integrieren oder nutzen, um gezielt an deiner Koordination zu arbeiten. Hier sind 6 Übungen aus dem Lauf-ABC. Übung Nummer 1, Fußgelenksarbeit. Die Übung ist eher eine allgemeine Koordinationsübung und dient nicht der unmittelbaren Verbesserung der Lauftechnik. Wir starten alle Lauf-ABC-Übungen immer auf den Fußspitzen. Dadurch bauen wir eine Spannung im Bein, in den Beinen und im Rumpf auf. Bei der Fußgelenksarbeit senkt ihr die Fersen zum Boden ab, rollt also über den ganzen Fuß ab, von der Fußspitze zu den Fersen. Das Ganze findet dann in einer langsamen Vorwärtsbewegung statt. Achtet darauf, dass eure Hüfte die ganze Zeit gestreckt ist und dass ihr die Füße nicht platt aufsetzt. Übung Nummer 2, Skippings. Für die Übungen werden die Knie abwechselnd nach oben geführt, ungefähr in einen 70-Grad-Winkel. Die Fußspitzen sind dabei angezogen und dann wird aktiv unter den Körper gearbeitet. Richtig hier schön durcharbeiten, unter dem Körper Schwerpunkt treffen. Und ihr habt bei der Übung eigentlich relativ wenig Vortrieb, dafür aber eine ziemlich hohe Frequenz. Achtet darauf, dass ihr in der Hüfte schön gestreckt bleibt und dass die Fußspitze immer angezogen ist. Übung Nummer 3, Unterfersen. Viele von euch kennen vielleicht das klassische Anfersen, was Fußballer immer machen. Das schaut dann meistens so aus. Das Ganze hat aber eigentlich wenig zu tun mit der eigentlichen Laufbewegung, weil beim Laufen geht die Ferse eher unter das Gesäß und nicht hinten an das Gesäß. Deswegen machen wir jetzt als nächstes Unterfersen. Achtet darauf, dass ihr das Knie nach vorne oben führt und die Ferse unter das Gesäß geht. Schön aufrecht bleiben wieder und ein aktiver Fußaufsatz. Übung Nummer 4, Scherlauf. Für die Übung führt ihr eine Scherbewegung mit den Beinen durch. Das heißt, ihr zieht mit gestrecktem Bein aktiv unter den Körper. Das merkt ihr dann auch, dass ihr die Oberschenkelrückseite angespannt habt. Die Fußspitze bleibt die ganze Zeit angezogen und ihr wechselt mit den Beinen ab. Achtet darauf, dass ihr die Fußspitze schön angezogen lasst und in der Hüfte schön gestreckt bleibt. Außerdem daran denken, dass ihr nicht in Rücklage verfallt, sondern lehnt euch tendenziell eher ein bisschen nach vorne, damit ihr euch auch unter dem Körperschwerpunkt trefft. Übung Nummer 5, Sidesteps. Die Übung wird seitlich durchgeführt und zwar handelt es sich um eine Grätschbewegung. Ihr bewegt das vordere Bein nach vorne. Aus dem vorderen Bein erfolgt auch immer der Abdruck und das hintere Bein wird nachgesetzt. Also Grätsche zur Seite und hinteres Bein wieder nachsetzen. Achtet darauf, dass ihr schön aufrecht bleibt und dass ihr im Kniegelenk nicht nachgibt. Übung Nummer 6, A-Skip. Die Übung trainiert den aktiven Fußaufsatz. Um mit der Übung zu starten, könnt ihr am einfachsten erstmal anfangen, ganz leicht zu hüpfen. Und bewegt dann immer ein Bein hoch bis in die Waagerechte und setzt dann aktiv wieder unter den Körper. Achtet darauf, dass eure Fußspitzen angezogen sind, dann habt ihr nämlich gleichzeitig schon eine Vorspannung im Bein und könnt richtig schön aktiv unter den Körper setzen. Dazu nehmt ihr die Arme mit. Die Übung lebt von ihrer Dynamik, das heißt schön aktiv runtersetzen und die Arme dynamisch mitnehmen. Macht ihr regelmäßig Koordinationsübungen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und wenn ihr auch in Zukunft keine Videos von uns verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke.